Kennst du das Gefühl, wenn du in deiner Küche stehst, den Kühlschrank öffnest und da liegt er, der Kohl? Ein unscheinbares grünes oder manchmal sogar violettes Gemüse, das oft im Schatten anderer, beliebterer Gemüsesorten steht. Doch heute möchte ich dir von einem kleinen Wunder erzählen, das ich mit genau diesem Gemüse erlebt habe. Ja, ich spreche von dem bescheidenen Kohl, der sich in vielen unserer Kühlschränke versteckt und uns manchmal ratlos zurücklässt, nicht wissend, was wir wirklich damit anfangen sollen. Aber, und das wirst du vielleicht kaum glauben, gerade dieser einfache Kohl hat mein Leben in einer Weise verändert, die ich nie für möglich gehalten hätte. Stell dir vor, du könntest ein Gemüse in deiner Ernährung haben, das nicht nur unglaublich gesund ist, sondern dir auch hilft, Gewicht zu verlieren und dabei noch lecker schmeckt. Hört sich zu gut an, um wahr zu sein? Das dachte ich anfangs auch. Doch dann habe ich mich intensiver mit dem Kohl beschäftigt. Und was ich herausgefunden habe, hat meine Sichtweise auf Ernährung und Gesundheit komplett verändert. Es war an einem dieser Tage, an denen ich mal wieder vor meinem Spiegel stand und mir dachte, es muss doch eine Möglichkeit geben, gesund abzunehmen und dabei auch noch Spaß am Essen zu haben. Das war der Ausgangspunkt meiner Reise, auf der ich das unglaubliche Potenzial des Kohls entdeckt habe. Und glaube mir, es ist eine Reise wert. In diesem Video möchte ich genau diese Erfahrung und Erkenntnis mit dir teilen und dir zeigen, wie ein einfaches Kohlrezept mein Leben verändert hat. Wie oft hast du schon von Superfoods gehört, die aus exotischen Ecken der Welt stammen und mit hohen Preisschildern in unseren Regalen landen? Acai-Beeren, Goji-Beeren, Chia-Samen, sie alle haben ihren Platz im Rampenlicht gehabt. Aber wer hätte gedacht, dass ein Superfood direkt vor unserer Haustür wächst? Genau, ich spreche von unserem alltäglichen Kohl. Schau auch unbedingt in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir für dich unsere speziellen Stoffwechsel-Suppenrezepte verlinkt, die nicht nur Bauchfett verbrennen, sondern auch deinen Stoffwechsel dauerhaft beschleunigen. Diese Rezepte erhalten alle unsere Zuschauer als Dankeschön fürs Ansehen kostenlos. Lass uns ein wenig in die Geschichte dieses Gemüses eintauchen. Schon seit Jahrtausenden ist Kohl ein fester Bestandteil in der Ernährung vieler Kulturen weltweit. Die alten Griechen und Römer wussten um seine gesundheitsfördernden Eigenschaften und haben ihn nicht nur gegessen, sondern auch als Heilmittel verwendet. Warum also haben wir in unserer modernen Zeit vergessen, wie wertvoll dieser bescheidene Gemüsekopf ist? Die erste Erkenntnis, die ich bei meiner Auseinandersetzung mit Kohl hatte, war seine beeindruckende Nährstoffdichte. Kohl ist ein Kraftpaket von Vitaminen und Mineralstoffen. Er enthält Vitamin C, K, B6 und vieles mehr. Nicht zu vergessen, die Fülle an Ballaststoffen, die er liefert. Und dabei hat er so wenige Kalorien. Das bedeutet, du kannst eine ordentliche Portion essen, dich satt und zufrieden fühlen und dabei trotzdem eine kalorienarme Mahlzeit genießen. Aber warten wir einen Moment. Es geht nicht nur darum, Kohl einfach so roh zu knabbern. Die Kunst liegt in der Zubereitung. Und genau hier begann der spannendste Teil meiner Reise. Wie kann man Kohl so zubereiten, dass er nicht nur gesund, sondern auch lecker ist? Die Antwort überraschte mich. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Ich begann mit Kohlrouladen. Ein traditionelles Gericht, bei dem der Kohl blanchiert und dann mit einer Mischung aus Fleisch und Gewürzen gefüllt wird. Eine echte Köstlichkeit und so sättigend. Aber ich wollte mehr. Also begab ich mich auf die Suche nach internationalen Kohlrezepten und stolperte über das koreanische Kimchi. Ein fermentiertes Gericht, bei dem der Kohl mit verschiedenen Gewürzen und anderen Zutaten eingelegt wird. Nicht nur war das ein geschmackliches Erlebnis, sondern Fermentation steigert auch die gesundheitlichen Vorteile des Kohls. Durch die Fermentation werden Probiotika gebildet, die gut für unsere Darmgesundheit sind. Aber es muss nicht immer kompliziert sein. Ein einfacher Salat aus dünn geschnittenem Kohl, Karotten, ein paar Sesamkörnern, gewürzt mit einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und einem Hauch Honig, himmlisch. Und das Tolle daran ist, dass du ihn vorbereiten und über mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren kannst. Ich habe aber auch experimentiert, indem ich Kohl in Smoothies gemischt habe. Ja, das klingt vielleicht ungewöhnlich, aber gemischt mit Äpfeln, Bananen und ein wenig Ingwer war es erfrischend und lecker. Vielleicht fragst du dich jetzt, kann man wirklich so viel mit einem einfachen Gemüse wie Kohl machen? Und die Antwort ist ein klares Ja. Je mehr ich mich damit beschäftigte,
desto mehr wurde mir bewusst, wie vielseitig und anpassungsfähig dieses Gemüse ist. Es passt sich beinahe jedem Geschmack und jeder Kultur an. Vom deutschen Sauerkraut über russischen Shchi bis hin zum indischen Kohlcurry. Die Liste der kulinarischen Möglichkeiten ist endlos. Doch abgesehen von den schmackhaften Rezepten, die ich ausprobierte, war es vor allem die Wirkung auf mein Wohlbefinden und Gewicht, die mich am meisten beeindruckte. Durch die regelmäßige Integration von Kohl in meine Ernährung bemerkte ich, dass ich mich fitter, leichter und energiegeladener fühlte. Und ja, die Waage zeigte es auch an. Die Kilos purzelten. Das Schöne daran war, dass es sich nicht wie eine strenge Diät anfühlte. Ich verwehrte mir nichts. Ich ergänzte einfach meine Ernährung mit mehr Kohl und genoss dabei jeden Bissen. Es war keine radikale Umstellung, sondern eine schrittweise Annäherung an eine gesündere Ernährungsweise. Und genau das ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, sich selbst zu geißeln oder sich alles zu verbieten. Es geht darum, die richtigen Nahrungsmittel zu wählen, die uns nähren und unterstützen. Viele von uns sind ständig auf der Suche nach dem nächsten großen Ding in der Ernährung, dem Wundermittel, das uns endlich zu unserem Wunschgewicht verhilft. Aber oft übersehen wir dabei die einfachen, bewährten Lebensmittel, die schon immer da waren. Der Kohl ist ein solches Lebensmittel, ein altbekanntes Gemüse, das in Vergessenheit geraten ist, aber jetzt wieder ins Rampenlicht rückt, dank seiner vielen gesundheitlichen Vorteile. Ich möchte dich ermutigen, selbst die Initiative zu ergreifen. Probiere unterschiedliche Kohlrezepte aus, integriere ihn in deine täglichen Mahlzeiten und beobachte die Veränderungen in deinem Körper und Wohlbefinden. Du wirst überrascht sein, wie ein so einfaches Gemüse so viel bewirken kann. Wenn du bis hierher zugehört hast, dann hast du bereits eine beeindruckende Reise durch die Welt des Kohls mit mir gemeinsam unternommen. Ein Gemüse, das auf den ersten Blick vielleicht einfach und unscheinbar wirkt, hat in Wahrheit so viel zu bieten. Es ist fast so, als würde man ein Buch nach seinem Umschlag beurteilen, ohne jemals einen Blick auf die spannenden Kapitel im Inneren geworfen zu haben. Die Wahrheit ist, in unserer schnelllebigen Zeit, in der wir ständig von neuen Gesundheitstrends und Diätwundern bombardiert werden, ist es leicht, die einfachen, bewährten Schätze zu übersehen. Schätze, die nicht aus fernen Ländern importiert oder in schicken Verpackungen präsentiert werden müssen. Schätze, die in unserem eigenen Garten wachsen oder auf dem Wochenmarkt um die Ecke zu finden sind. Kohl ist mehr als nur ein Gemüse. Er ist ein Symbol für die Kraft der Natur, die uns nährt und heilt. Er erinnert uns daran, dass manchmal das Einfachste das Effektivste ist. Und dass echte Veränderungen oft nicht durch radikale Maßnahmen, sondern durch kleine, nachhaltige Schritte erreicht werden. Du könntest dich jetzt fragen, ist Kohl das Allheilmittel für alle meine gesundheitlichen Probleme? Natürlich nicht. Kein einzelnes Lebensmittel kann das sein. Aber er kann ein kraftvoller Verbündeter auf deinem Weg zu besserer Gesundheit und Wohlbefinden sein. Er ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Natur uns mit allem versorgt, was wir brauchen, wenn wir nur genau hinschauen und bereit sind, ihre Gaben anzunehmen. Ich habe dir heute von meiner persönlichen Reise mit dem Kohl erzählt, wie er mir geholfen hat, Gewicht zu verlieren und mich vitaler zu fühlen. Aber mehr als das, er hat mich gelehrt, die Schönheit und den Wert im Einfachen zu sehen. Er hat mich daran erinnert, dass Gesundheit nicht kompliziert sein muss. Dass es oft die einfachen Dinge sind, die den größten Unterschied machen. Was mich jedoch am meisten begeistert hat, war die Entdeckung, dass ich nicht allein war. Als ich anfing, meine Kohlerfahrungen mit Freunden und Familie zu teilen, war ich überrascht von den vielen positiven Rückmeldungen und Geschichten, die mir erzählt wurden. Viele hatten ähnliche Erfahrungen gemacht oder fühlten sich inspiriert, dem Kohl eine Chance in ihrer eigenen Küche zu geben. Ich hoffe, dass meine Geschichte auch dich inspirieren wird, den Kohl mit anderen Augen zu sehen. Gib ihm eine Chance, sei es in einem Salat, einem Eintopf oder sogar in einem Smoothie. Experimentiere, probiere neue Rezepte aus und finde heraus, was für dich funktioniert. Ich bin mir sicher, dass du bald deine eigenen Erfolgsgeschichten zu erzählen hast. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit zu danken. Es ist mir ein großes Anliegen, meine Erfahrungen und Erkenntnisse zu teilen, in der Hoffnung, dass sie auch anderen helfen können. Es ist ein kleiner Beitrag, um die Welt ein wenig gesünder und glücklicher zu machen. Außerdem empfehlen wir dir, deine Fettverbrennung mit unseren speziellen Stoffwechselsuppen zusätzlich extrem anzuregen.
Die Rezepte dazu findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Dein Feedback ist uns wichtig und hilft uns, immer besser zu werden und relevante Inhalte für dich zu erstellen. Denk daran, Gesundheit ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Es ist die Reise, die zählt und wie wir uns entscheiden, sie zu gestalten. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem eigenen gesundheitlichen Weg und hoffe, dass du den Kohl als treuen Begleiter an deiner Seite hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Thema dich am meisten interessiert, und wir werden unser Bestes geben, auch dazu ein Video machen.